In Stuttgart am Neckar läuft ein Mann am Ufer entlang. Dann sieht er plötzlich, wie eine Frau halb im Wasser drin liegt, bis zur Hüfte im Wasser, über ihr ein Mann, und der pumpt immer mit ihren Armen so und wieder zurück und wieder so, und jedes Mal, wenn er die Arme so rausmacht, spritzt bei der Frau ein Wasserstrahl oben zum Mund raus. Der andere Mann läuft hin, stellt sich daneben, schaut sich das eine Weile an. Der andere, der pumpt, der guckt ihn schon ganz nervös an und denkt so, was will der denn so? Und der schüttelt die ganze Zeit den Kopf und guckt ihn an, und der guckt ihn die ganze Zeit an, macht weiter, und jedes Mal spritzt da oben das Wasser raus. Irgendwann sagt der Mann, der steht, sagt er, Sie, so wie sie das macht, so wird es fein nie was. Dann sagt der Mann, der pumpt, entschuldigen Sie mal, was erlauben Sie sich eigentlich? Ja, ich bin Arzt, ich weiß, was ich hier tue. Dann sagt der andere, ja, und ich bin Pumpeingenieur. Solange die Frau mit dem Arsch im Wasser liegt, hört es nie auf. In Stuttgart am Neckar läuft ein Mann am Ufer entlang. Dann sieht er plötzlich, wie eine Frau halb im Wasser drin liegt, bis zur Hüfte im Wasser, über ihr ein Mann, und der pumpt immer mit ihren Armen so und wieder zurück und wieder so.